Herzlich willkommen. Wir sind heute an der Veranstaltung an der Universität Regensburg Pressefreiheit in Europa, Tschechien und Slowakei auf Abwiegen. Organisiert wird das Ganze von der Petra Kelly Stiftung und der Europäischen Akademie in Bayern. Eine kurze Frage hätte ich noch an Sie. Wie wichtig ist die Veröffentlichung der Ranglisten der Reporter ohne Grenzen für die Pressefreiheit in Europa aktuell? Rein wissenschaftlich gesehen nicht so wichtig. Aber sie ist extrem wichtig, vor allem als PR-Instrument, und das ist positiv gemeint. Niemals im Jahr haben die Reporter ohne Grenzen so viel Aufmerksamkeit, als dann, wenn sie ihr Ranking veröffentlichen. Und damit machen sie signifikant aufmerksam auf ihre so wichtige Arbeit. Und trägt diese Rangliste dann aktiv auch zur Verbesserung, zur Diskussion bei? Was bewirkt das Ganze dann immer mit der Veröffentlichung? Sie trägt zur Diskussion bei. Es wird ein Diskurs angeregt über Medienfreiheit, über den Wert von Medienfreiheit, und es lenkt auch das Problem fokusartig auf bestimmte Probleme. Ein Beispiel: Vor 17 Jahren haben sie begonnen damit, 2002. Die große Schlagzeile der Süddeutschen war damals: Benin freier als Italien. Und das hat für ziemlichen Wirbel gesorgt, auch in Italien. Und vielleicht auch ein bisschen dazu beigetragen, dass sich die Situation in Italien bessern kann. Ja, wunderbar. Da werde ich auf jeden Fall mal sagen, sind wir noch gespannt auf den Rest der Diskussion. Die vollständige Diskussion können Sie auf dem YouTube-Kanal der Petra Kelly Stiftung einsehen. Vielen Dank.